Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Smart. Mein Name ist Samuel Preuß und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Aus vielen Kommentaren und Videovorschlägen von euch, die ihr übrigens unten mal in die Kommentare schreiben könnt, wenn euch ein Thema brennend interessiert oder wenn ihr Fragen habt, worüber ich vielleicht mal ein Video machen soll, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare. Und bei vielen habe ich festgestellt, dass viele Spieler Probleme haben bei der Aufschlagannahme. Euer Gegner macht zum Beispiel einen Aufschlag mit sehr viel Seitschnitt, mit sehr viel Rotation und ihr wisst nicht so richtig, wie man ihn annehmen soll. Darum soll es im heutigen Video gehen. Im Video gehen wir ausschließlich der Einfachheit halber auf reine Seitschnittaufschläge ein. Seitunterschnitt, Seitüberschnitt, diese Variationen verändern gar nicht so viel in der Aufschlagannahme, natürlich im Schlägerwinkel und so weiter. Aber der Einfachheit halber gehen wir jetzt mal nur auf Seitschnittaufschläge ein. Viel Spaß und starten wir direkt los. Natalia macht hier den klassischen Seitschnittaufschlag mit der Vorhand aus der Rückhandecke. Der Aufschlag kommt meistens in Mitte bis Rückhand und dreht sich dann nach außen von uns weg. Die erste Möglichkeit, den Aufschlag anzunehmen, ist es, den Ball mit dem Rückhand-Topspin zu ziehen oder, wenn er kurz ist, zu flippen. Wir brauchen nicht viel nach oben ziehen, sondern können relativ gerade, aber trotzdem mit Spin nach vorne ziehen. Ohne Spin ist die Flugkurve zu gerade. Wir brauchen ein bisschen Bogen, ein bisschen Flugkurve. Wenn wir antizipieren, dass der Ball lang kommt, können wir auch umlaufen und mit unserer stärkeren Vorhand den Ball ziehen. Kleiner, aber super Tipp am Rande, ich konnte nun sehen, dass der Aufschlag mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit lang kommen wird, da Natalia den Ball höher als vorher angeworfen hat. Wenn deine Gegner den Ball höher anwerfen, werden die meisten Aufschläge lang kommen und du kannst mit einem langen Aufschlag rechnen. Die wenigsten Spieler schaffen einen kurzen Aufschlag mit einem hohen Ballanwurf vorher. Spekuliere also immer darauf, dass die Aufschläge lang sind und über die Grundlinie springen. Dann können wir sofort Topspin ziehen. Einen Seitschnittaufschlag können wir auch schupfen. Würde ich persönlich aber zu Beginn weniger empfehlen. Die Gefahr, dass uns der Ball nach oben hin wegfliegt, ist sehr hoch. Wie ihr seht, gehe ich hier beim Schupf nicht so sehr unter den Ball und treffe den Ball nicht am Südpol, sondern treibe den Ball von hinten nach vorne, ziehe den Ball damit etwas nach unten. Dafür ist es aber enorm wichtig, den Aufschlag genau zu lesen. Bei der Annahme des klassischen Seitschnitt-Rückhandaufschlages seht ihr, dass ich auch seitlich an den Ball gehe, um die Rotation zu kompensieren, damit der Ball nicht zu einer Seite wegfliegt. Wenn du nicht weißt, ob der Ball von deinem Schläger eher nach rechts oder nach links wegfliegt, merke dir, der Ball fliegt immer in die Richtung, in der auch der Schläger des Gegners beim Aufschlag hinschwingt. Das ist natürlich eine Grundregel und Finden und so weiter sind da nicht mit inbegriffen. Ja, aber als Anfänger-Grundregel kannst du damit schon ganz gut arbeiten. Effektiver ist es für die meisten aber, den Ball zu ziehen, egal ob der mit der Vorhandseite oder mit der Rückhandseite. Zwei Tipps noch zum Abschluss. Erster Tipp, je mehr Rotation ihr selbst spielt, desto weniger kann sich die Rotation des gegnerischen Aufschlags in eurem Schläger auswirken. Deshalb ist es wirklich manchmal ratsamer, selbst mehr Rotation zu spielen, da ihr mit eurer eigenen Rotation durch den Topspin die Rotation des Gegners den Seitschnitt überpowern könnt. Ja, deshalb ist es wirklich viel ratsamer, manchmal selbst viel Rotation zu spielen, anstatt den Ball nur sicher und ohne Schnitt rüberspielen zu wollen. Zweiter Tipp, wenn du den Seitschnittaufschlag immer noch nicht gut bekommst, kannst du einen kleinen Schritt zurückgehen, natürlich nur so weit, dass du den Ball immer noch gut erreichst, aber dadurch hat der Ball, der Aufschlag, eine längere Flugkurve, du hast etwas mehr Zeit, die Rotation einzuschätzen und den Aufschlag besser zu lesen und durch die längere Flugkurve ist auch minimal weniger Rotation in einem Aufschlag drin, sodass du den Aufschlag dann vielleicht etwas besser ziehen kannst. Das war's fürs heutige Video. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen. Drücke auch gerne auf Abonnieren, sodass du kein Video mehr verpasst. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao, ciao.